Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, zweiter Teil, Venus-Saturn-Konjunktion im vierten Haus, im Wassermann auf 21 Grad 44. Spannender Aspekt, schwieriger Aspekt, unangenehmer Aspekt und ein schmerzhafter Aspekt. Es geht hier, wenn man diesen Aspekt zum Beispiel im Radix hat, darum, dass es zwischen den Eltern große Spannungen gegeben hat. Saturn steht für den Vater, Venus steht leicht erkennbar für die Mutter. Wenn wir jetzt von dem verschwörungstheoretischen Konzept von zwei Geschlechtern ausgehen, ich weiß, das ist schon lange hinfällig. Es wurden mittlerweile, glaube ich, in gewissen Szenen wurden, glaube ich, schon 27 Geschlechter verortet. Ganz interessant deswegen, ich finde es auch eine himmelschreiende Ungerechtigkeit bei öffentlichen WCs, dass hier nicht auch dem entsprechend Rechnung getragen wird oder auch bei Arbeitsplätzen, dass man dort nicht ein eigenes Sanitärgebäude errichtet. Früher kam man noch mit zwei Räumlichkeiten aus oder zwei kleineren Abteilen. Der Vater hat einen schwierigen Einfluss ausgeübt, einen autoritären Einfluss, und der seelische Einfluss der Mutter ist dann entsprechend schwierig. Warum? Naja, logisch. Wir haben die Prägung zum Großteil von der Mutter bekommen, weil die Mutter war es, welche sich eben zu, sagen wir mal, 80% mit dem Kind oder mit uns auseinandergesetzt hat. Der Vater war meistens arbeiten, beschäftigt, unterwegs oder eben nicht da. Ja? Die Mutter musste da sein, weil ohne Mutter wären wir bekanntlicherweise verhungert oder verdurstet. Verdursten geht schneller. Das heißt, die Mutter hat große Probleme mit ihrer eigenen Weiblichkeit, und wenn der Träger dieses Aspektes eine Frau ist, dann hat dieses Mädchen, ja, in der Kindheit eben ein sehr negatives Frauenbild mitbekommen, fühlt sich dann auch als Frau minderwertig. Wenn es ein Junge war oder Bursche war, dann hat er große Probleme mit dem Zeigen von Liebe. Das heißt, hier werden auch die eigenen Bedürfnisse dann nicht beachtet. Auf jeden Fall hat dieser Aspekt großen seelischen Schaden hinterlassen. Und es ist hier auch ein Verlust der Freude zu verorten. Es ist ein starker Aspekt der Freudlosigkeit. Man kann sogar noch steigern als Traurigkeit bezeichnen. Und naja, in späteren Beziehungen, wenn man diesen Aspekt im Horoskop hat, dann gibt es natürlich Probleme bei Beziehungen, weil man will dem anderen von sich nichts preisgeben, man möchte nichts geben. Man ist, bei uns gibt es den Begriff dieses Staudenhockers. Ja? Also das ist, glaube ich, beim Kartenspielen ein Begriff. Der Staudenhocker ist derjenige, der Wort und Wort und Wort, lässt die anderen aktiv sein und selber trägt er wenig dazu bei. Und die Angst, sozusagen etwas zu verlieren, ja, in der Partnerschaft ist sehr groß, und deswegen hofft man eher, vom anderen zu bekommen. Probleme oder Schwierigkeiten werden hier chronisch nicht besprochen, und hier ist dann auch das Phänomen da, wenn es in einer Beziehung zu Streit kommt, dann neigt man dazu, sozusagen Schluss zu machen. Das heißt, okay, hier ist ein Tabu gebrochen worden, du hast jetzt über ein Thema geredet oder dich aufgeregt, was ich als unantastbar erachte, daher auf Wiedersehen. Weil man eben nicht spürt, weil man eben nicht fühlt oder die Gefühle nicht zulässt. Ganz schwierige Geschichte. Man geht auch in Partnerschaften mit einem großen Pessimismus hinein, also auf gut Deutsch, man erwartet sich wenig. Ja? Und schwierige Geschichte. Sehr, also für mich ist es wahrscheinlich einer der schwierigsten Aspekte schlechthin, weil man eben sehr kontrolliert ist, ja, weil man eben sehr, ja, depressiv, weil in der Partnerschaft, Venus, Partnerschaft, ja, Jupiter ist auch Partnerschaft, aber bei dem, was Freude macht, ist man hier sehr, sehr stark gehemmt und hat natürlich auch dem ganzen Leben gegenüber eine sehr ernsthafte Einstellung. Hier ist es oft hilfreich, sich vor Augen zu führen, wie haben sich meine Eltern verhalten und was habe ich von denen
unbewusst übernommen. Ja? Also das heißt, nicht mehr dieses Verhalten, ja, ich mache es so, wie es mein Vater getan hat, der Herr Papa hat immer gesagt, du musst dies und jenes machen. Ja? Und dass man sagt, Moment, Ausstopp, Retour, mach's nicht, tu es nicht. Ja? Mach's einfach nicht. Und dass man sich auch selber im Umgang mit anderen Menschen immer ein bisschen beobachtet und dann die Frage stellt, warum habe ich diesen Menschen jetzt nicht gelobt? Warum habe ich diesen Menschen jetzt nicht gesagt, Herr, das hast du gut getan, das hast du gut gemacht, war wirklich großartig, Dankeschön, du hast mir geholfen, sondern stelle dessen sagt, naja, nicht so schlecht, ja, ja, ja. Und das war's, aus. Ja? Schwierig wird dieser Aspekt natürlich deswegen besonders, weil jetzt betrifft der nämlich uns, weil er im vierten Haus stattfindet, im Haus der Bevölkerung. Und das sind eigentlich letztendlich auch wir, ja, wir sind davon sehr betroffen. Und wir sehen auch, dass in diesem Horoskop mit 1, 2, 3, 4 Planeten das vierte Haus am stärksten besetzt ist. Und ich würde sagen, in dem Fall können wir durchaus auch, ja, ich suche nur, wo wir das haben, viertes Haus. Ich suche da im Mundanhoroskopbuch, schaue ich mal nach, weil das vierte Haus steht auf jeden Fall auch für die Bodenschätze. Ja, ja, wer sucht, der sucht, gell? Wer findet, der findet. Naja, hier haben wir schon das Stichwort, viertes Haus, da steht, kann man es lesen, Land und Landwirtschaft. Ja? Land und Landwirtschaft ist sehr, sehr wichtig in diesem Zusammenhang. Bitte merken den Begriff. Und bei der Venus haben wir folgenden Begriff, der hat mir auch sehr gut gefallen. Da ist er schon. Hier. Da haben wir es. Ressourcen, Landwirtschaft, Bauern. Ja? Gut, ist auch Geld, Institute, Banken, Kupfer. Ja, Kupfer ist ganz wichtig. Cuprum. Das aus der Höhle kommt, Küppe, Ägypten, Zypern und so weiter und so weiter. Ja, Kopen, kaufen kommt auch daher, die Kopeken, auf Französisch Coupé mit den ersten Messern aus Kupfer oder Bronze oder was auch immer. Das ist alles das, was aus der Höhle kommt, Gibraltar, der Altar in der Höhle und so weiter und so weiter. Aber ich möchte nicht zu sehr abschweifen, wir haben hier auf jeden Fall auch den Bereich der Landwirtschaft angesprochen. Ja. Deswegen, ich wiederhole es noch einmal, weil ich glaube, ich habe vergessen, diesen Artikel im ersten Teil hineinzusetzen. Ich werde das nachholen. Ja, gebe ich zu, ich habe es vergessen. Mache ich gleich. Ja. Mach ich gleich. Ich wollte nur sagen, Landwirtschaft ist jetzt im besonderen Fokus. Das ist das Fundament, auf dem ein Staat ruht. Ja. Das ist das, worauf das Ganze sitzt. Es ist ja nicht nur die Bevölkerung, es ist das Land, es ist der Boden, es ist die Landwirtschaft. Und hier haben wir dramatische Probleme, denn schauen wir mal, wer wofür steht. Zunächst einmal steht die Venus für das gesamte Land, ja, also das ist ein Hinweis darauf, dass auch die Landwirtschaft, die ganze Fläche angesprochen ist. Dann Venus steht auch für das 12. Haus, die große Lüge, ja, der große Betrug, aber auch für den Niedergang, ja, den Untergang, den wir in der ersten Zahlenreihe ganz klar sozusagen angesprochen haben. Also das heißt, nur aus der Beziehung der Venus kann ich herauslesen, es handelt sich ums ganze Land, es handelt sich um einen Betrug und hier geht es um Niedergang und Verlust. Das wird sich dann auch nicht nur auf die zunächst einmal auf die Landwirtschaft auswirken und dann, ich sage es jetzt ganz brutal, wenn es nichts mehr zum Fressen gibt, wirkt es sich auch auf die Bevölkerung aus. Die Bevölkerung ist in dem Fall ausgeflogen, das ist der Uranus im 7. Haus, erwähnen wir aber dann später. Wer ist Saturn? Saturn ist als Herrscher des 3. Hauses, ganz knapp, Spitze 3. Haus auf 5 Minuten im Steinbock. Ja, geht sich aus. Eindeutig handelt es sich hierbei um Wissen, um Informationen. Das würde bedeuten, dass jetzt die harte Wahrheit, ja, dass jetzt die harte Wahrheit über diese Zusammenhänge herauskommt. Gleichzeitig steht das 3. Haus aber, was vielleicht ein bisschen wichtiger ist, auch für eine Wirtschaft, für Handel und Industrie, welche sich bemüht, Steinbock, ja, die Härte, die Entbehrung, Saturn, welche sich bemüht, im eigenen Land wieder Fuß zu fassen, hier aber auf Widerstände stößt. 12. Haus und 8. Haus. Das gilt für das ganze Land. Das heißt, hier wird nicht nur die Landwirtschaft angesprochen, sondern auch, richtig, Wirtschaft, Handel und Industrie.
Naja, und es geht ja weiter. Es geht in dieser Tonart weiter. Wir haben hier noch andere Besetzungen. Aber bevor wir uns hier jetzt zu sehr darauf einlassen, möchte ich noch daran erinnern, dass jetzt diese Konjunktion Venus-Saturn auf dem Fixstern Naschira stattfindet. 21,47, wie gesagt, plus 19 dazu, kommen wir auf 22 Grad und 6 Minuten. Und hier haben wir unter den, wie nennen sie sich, Fixstern-Astrologen, nehmen wir Johannes Velov, der schreibt, Velov beschreibt Naschira als von Saturn-Natur, na, das passt gut, durch Jupiter gemildert, bei den Arabern ein Glücksstern wie auch Schedir, was freilich nur in Horoskop mit gut ist. Befähigung zum Sachwalter, treffliche salomonische Urteile. Gut, das hilft uns jetzt nicht sehr weiter. Das ist eher Puffi aus Erdöben oder wie man so sagt. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall haben wir hier auch der Berater. Gut, dann werden wir auf Robson zurückgreifen. Unglück heimgesucht, was aber in Erfolg gewendet werden könne. Ganz wichtige Aussage, ja. Unglück, welches in Erfolg gewendet werden könne. Erinnert dich bitte an die erste Zahlenreihe. Da ist die Quersumme die 7. Die 7 bedeutet, ohne Schweiß kein Preis. Wir müssen uns anstrengen. Ja? Also hier wird uns nichts geschenkt, aber es ist eine positive Aussicht. Das möchte ich ausdrücklich hervorheben, dass wir hier auch große Chancen haben. Ja, also das heißt, wir gehen jetzt in die landwirtschaftliche Produktion und werden im Garten alles Mögliche anbauen, sozusagen. Ja, guter Vorschlag. Ich würde sagen, gehen wir zum dritten Teil. Ende.